Und auch hier wieder willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Fire Emblem Fates Conquest. Ja, es ist eine längere Aufnahmesession, ihr könnt euch freuen. Und ich merke gerade, warum macht Mosu keinen Schaden? Weil Mosu geschwächt ist und sterben würde, wenn sie das macht. Das ist gut. So, mein lieber Freund Silas, was ist mit dir los? Du machst 20 Schaden an ihm. So. Brauchst aber irgendwie noch eine Unterstützung. So, jetzt machen wir mal den weg. Der hat diesen Bereich, der hat diesen Bereich, der hat auch einen großen Bereich. Okay. So. Ja, das ist jetzt natürlich schwierig. Xander kann allein nicht mit denen reden, aber er kann mit ihm kämpfen. Und ich habe eine Chance auf einen kritischen Treffer von 9%. Ah, schade. Aber ich krieg keinen Schaden, also. Hm. Das ist so diese Xander. Das ist Xander. Bei Rio? Warum nicht? Okay. Jo, schon haben wir ein Level Up für Azura. Sind wir mit Level 14 ziemlich gut dabei. Und er kann im Ganzen einen Chaos machen. So. Was ist Sammeln? Ah. Das ist seine Fähigkeit, oder? Kunstvoll Sammeln, Stärke und Geschicklichkeit für Einheiten innerhalb von 2 Feldern erhöht. Und damit machen wir nicht genug Schaden. Na komm. Wir versuchen es trotzdem. Nicht gut. 27 Schaden. Ja, da brauchen wir nicht lange rumrätseln. Mal sehen, ob Mose vielleicht den Schützen belagern könnte. Nope. Da geht nichts. So, nee. Da geht auch nichts. Wow, der hat eine ziemlich hohe Resistenz, aber wir haben Silas, der 100% Schaden macht. Und ich trauere, dass Silas gerade so viele Erfahrungspunkte abkassiert. Und das fürs Nichtstun. Okay, jetzt schauen wir mal. Wir können den hier hochholen. Oh je, das wird was. Sie hat ja eigentlich eine ziemlich gute Verteidigung. Aber die wird jetzt nicht unbedingt besser. So, ich hoffe einfach, dass das noch klar geht. So, aber wir heilen trotzdem mal aufs Maximum hoch. Also ich bin mir eigentlich sicher, dass sie das überleben sollte. Einfrieren. Ist okay. 2×10 mit einer 7%igen Crit-Chance. Okay. Ich sag mal so. Wenn der jetzt nicht trifft, habe ich ein Problem. Oh, Crit! Ja, sie schafft's. Wow. Perfekt. So muss das vorangehen. So. Effi braucht noch weitere Heilung.
Und ich habe eine Resistenz von 11. Na, da können wir mal zumindest hier vorgehen. Der Punkt ist einfach der, wir müssen den Magier hier rauslocken. Also Silas braucht das auf jeden Fall nicht mehr. So, mal sehen. Was ist, wenn ich den hier reinschicke, dann haben wir keine Chance. Die haben einfach eine viel zu hohe... Ah, jeder könnte mit dem reden, okay. Gut, er ist gut mit 2x13, hat einen ziemlich heftigen Wurf, aber 1x33 und wir haben ihn besiegt. So. Ich möchte jetzt noch nicht mit den Wachen sprechen in diesem Zug, weil das könnte schlecht für uns ausgehen. Er stellt sich auf jeden Fall mal hier auf. Und er bleibt auch in der Nähe. So. Hihi, netter Trick, nicht? So, dann. So, trennen. So kann man Leute bewegen, selbst Eingefrorene, wie es aussieht. Und du gehst hier hin. Feinde haben wieder was gestohlen, jetzt kommen Verbündete. Okay. Ich habe noch niemanden gesehen, der wie ein gegnerischer Anführer aussieht. Warum zieht er an meinen Backen? Au, 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 bitte aufhören! Ich wollte nicht. Dachte ich, sei ein verkleideter Feind? Niemals. Ich bin noch und durch und durch. Sind wir hier fertig? Ich fühle mich etwas missbraucht. So. Kann man nochmal mit ihm reden? Nee. Gut. Dann ist wohl so, dass wir hier... So. Noch immer keine Spur vom gegnerischen Anführer für dich. Habe ich etwas zwischen den Zähnen? Ich habe erst vor kurzem gegessen. Hm? Ihr wollt mein Gesicht untersuchen? Gut, na schön. Das war merkwürdig. Wenn ihr erlaubt, gehe ich auf meinen Posten zurück. Sammeln! So, du bleibst jetzt hier. Du kannst ihn nämlich dann mitnehmen. Und ihr beide... Ah, ihr könnt alle mich wieder auf den Heimweg machen. Und weil die Heilung so viel EP bringt, können wir das gleich nochmal machen. So. Ja. Der Punkt ist, ich muss den hier rauslassen. So. Das ist schlimm, der Typ weiß, dass er mir nichts tun kann. Er weiß es einfach. So, und da haben wir nochmal so einen. Moment, wo schicke ich euch denn hin? So. Jetzt muss ich meine ganze Armee wieder rüber postieren. Und dann darfst du mit deinem Angetrauten singen. Das Problem ist, wenn ich jemanden hinstelle, der einen schlechteren Wert hat, kann ich nicht wissen, ob er umkommt oder nicht. Und habe ich es richtig gesehen, dass Siegfrieds Schwert Reichweite hat? Also das Schwert Siegfried. 1-2 königliche Klingen nur für Xander. Der hat Magie von 15. So, dann gucken wir mal, wie es die anderen Leute hier haben.
Das ist auch ein Magier. Der hat 18. Ich hoffe, mit ihrer 18er Verteidigung. Urx. Schlechte Sache. Ich krieg zwar keinen Schaden. Oh, Feuershuriken. 2x13. 2x16. Ja. Ich glaube, das Problem sind dann eher die. So. Ja, genau. Ready for this? Whatever works. Hoffentlich erhöht sich deine Verteidigung und deine Resistenz, das wäre gut. Na, zumindest die Resistenz wird erhöht. Wechseln wir. So, das muss jetzt so sein. So. Die hat eine hohe Resistenz, also sollte sie keine Probleme haben und die Verteidigung ist auch nicht gerade niedrig. Und ein Schlag langt sowieso. Okay, dann hoffe ich mal, dass sie den hier einfrieren kann. Dann haben wir auf jeden Fall kein Problem damit. Jetzt hoffe ich nur, dass unser Arthur das überlebt. Das könnte eine gute Idee sein. Komm. Perfekt. Ja, das funktionierte. So, ja, jetzt sind sie nämlich außerhalb. Ja, yeah. So läuft das. Okay, er macht jetzt Nosferatu, aber das bringt ihm nicht so viel. Zweimal 14. Und wenn ich wechsel und angreife, funktioniert. Ha, sogar verfehlt. Und jetzt sind wir sogar einmal unverwundbar. Und wir haben selbst das Maximum-Level erreicht. Ja. Das bedeutet, wir können uns in der nächsten Runde mit einem Meistersiegel. So. 14. Okay, dann beweg dich. Moment. Ah, wir haben nicht mehr so viele Gegner. Dann können wir uns hierhin bewegen. So kriegen die auch ihre Stufen. So. Okay, den kann er auf jeden Fall erledigen. Jetzt ist die Frage. Ja, gut. Wieder dasselbe hier. So.
Ja, es ist ein bisschen blöd, dass ich Mose nicht trainieren kann hier. Okay. Das ist natürlich ein Schock für ihn. So, Xander, mach dich auf. Unsere liebe Elise macht hier noch ein bisschen mehr Heilung. So. Beziehung stärken und trotzdem noch was Sinnvolles tun. Ich weiß, wir könnten das Geld gebrauchen, aber... Die erreichen's. Und die erreichen's, gut. Dann reden wir mal mit dem Noren. Immer noch keine Spur von unserem Feind. Ob ich verkleidet bin? Sicher nicht. Kontrolliert mich ruhig. Mein Gesicht und meine norische Stolz sind echt. Wenn ihr mir glaubt, erlaubt mir bitte weiter meinen Aufgaben nachzugehen. Ja, logischerweise ist es immer der Letzte. Der mit der höchsten Verteidigung vor. 22. So, und kannst auch mit deiner Frau. So. Warum wir uns hier wieder trennen? Dieser Trennungsschmerz. So, dann kannst du hier hin. Ja, und wenn ich weiß, er darf jetzt nicht zuschlagen, um die EP zu kriegen. Aber er muss. Er ist mein Verteidigungswahl. Wobei er viel genauso viel hätte. So, mal sehen. Oh, endlich kann er selber mal ein bisschen was machen und der Zura ebenso. No need to worry. Look me in the eyes. You passed your test. Perfekt. Und wir haben nur noch diesen einen Magiewirker hier, der ziemlich gut wirken kann, wie es aussieht. So. Trennen wir's und... Na, falsche Person. Ich wollte doch meinen ihren Freund aufmotzen. So, aber dann kann sie so rüber sich bewegen. So. Nochmal 300 geklaut. Das wäre sehr interessant, wenn es funktioniert, weil Mose dann Schaden macht und den Kill sogar. Oh, nicht mal genug. So. Dann mal gucken, wer kann da alles mitmachen. Sie. Er. Sie kann sogar auch mitmachen. Gut. Na gut, da haben wir dann genügend Leute, die was sagen können. Yes. Ich habe hier niemanden Verdächtigen gesehen, aber ich halte weiter Ausschau. Ihr wollt mein Gesicht untersuchen? Tut mir leid, das geht nicht. Ich habe nichts zu verbergen, es ist nur... Hey, hört auf damit! Lasst mich los, ihr Teufel! Mir bleibt wohl keine Wahl. Shura. Pah! Ich
Ich werde wohl nachlässig, wenn ihr meine Verkleidung so einfach durchschaut. What? Moment. Das ist ein norischer Pirat. Aber er führt seine Männer wie ein Ninja an. Wie sonst hätte es ein normaler Pirat an Bord geschafft? Das ist unlogisch. Ich gehe dem später auf den Grund. Jetzt gilt es, ihn aufzuhalten. Jetzt, wo ihr mich erwischt habt, muss ich euch wohl leider alle töten. Sagt meinen Männern, deiner Kriegskasse und deinem Schiff lebe wohl. Ja, Xander vorzuschicken war die beste Wahl. Oh. Der hat sogar irgendwie was effektiv. Achso, der hat effektiv gegen Reittiere. Und wie gut ist er gegen Magie? Okay. Er ist gut gegen Drachen, wie es aussieht, aber wir werden es, glaube ich, hiermit beenden. Ja. Der Miniaturbogen hat einfach nicht die Reichweite. Ihr seid stärker, als ich erwartet. Verdammt, ich hätte das Level machen können, dann hätte er gleich EP bekommen. Arthur und Effi. Wow, 6100 Gold bekommen. Ich tippe mal, es ist immer der vierte, mit dem man spricht. Dass das Absicht ist. Listen. Der Kampf ist vorbei. Ergib dich, wenn dir dein Leben lieb ist. Ihr habt recht. Wir haben verloren. Und jetzt? Sagt schon, was habt ihr mit mir vor? Wenn ihr mich fragt, würdet ich das Leben dem Tod vorziehen? Don't move. Keine falsche Bewegung. Ein falscher Atemzug und wir töten dich. Bleib in dieser Kajüte, bis mein Bruder über dein Schicksal entschieden hat. Okay, okay. Ja, sicher, schon gut. Warum tötet ihr mich nicht jetzt und hier? Hier und jetzt. Als ob ich von der norrischen Adelssippe etwas anderes erwarten könnte. Du weißt, dass du für deine Taten bestraft werden musst. Du magst wie ein norrischer Pirat gekleidet sein, aber eins verstehe ich nicht. Warum entert ihr ein Schiff mit Hoshido als Ziel, wenn Noah und Hoshido Krieg führen? Es ergibt absolut keinen Sinn. Kannst du mir das erklären? Ha, als ob ein dreckiger Dieb einen Grund bräuchte, seinem Handwerk nachzugehen. Er und seine Männer sprangen wahrscheinlich aufs Schiff, ohne groß nachzudenken. Der Versuch, mehr aus ihm herauszuquetschen, ist eine reine Zeitverschwendung, Azura. Azura? Dann seid ihr also... Du weißt, wer ich bin? Woher? Genug der Spielchen. Sag, was du weißt, oder wir töten dich hier und jetzt. Woher weißt du, wer ich bin? Yeah. Ich weiß es, weil ich war einer der Leute, die euch damals vor vielen Jahren entführt haben. Was? Ein hoshidischer Stratege namens Yukimura hat mich beauftragt. Ich führte ihn durch die geheimen unterirdischen Tunnel Schloss Krakenburgs. Aber du selbst bist Nore, oder etwa nicht? Wie konntest du so etwas tun? Ich bin kein Nore, sondern ein Ninja aus Koga. Einem Land, das nur noch eine Erinnerung ist. Vor langer Zeit diente mein Clan stolz der hoshidischen Königsfamilie. Diese Tage sind lange her. Doch ich sehnte mich danach, ihren Verlust zu rächen. Außerdem wusste ich, dass ich im Chaos des Krieges Mokushu stürzen könnte. Ha, ich glaube, Yukimura wusste nicht mal, dass er einen echten Koga-Ninja anwarb. Ich erinnere mich, dass Koga vom benachbarten Mokushu zerstört wurde. Gerüchten zufolge wurden alle, die dort lebten, grausam ermordet. Ich bin überrascht, dass du entkommen konntest. Wurdest du deshalb zum Dieb? I had no choice. Nachdem Koga fiel, wurde ich vertrieben und von anderen Überlebenden getrennt. Ich hatte keine Wahl. Ich war ein Kind, stehlen oder sterben. Ich wählte stehlen. Schließlich endete ich in Noah, wo ich mein Leben als Pirat begann. Und jetzt, wo wir uns im Krieg befinden, willst du heimkehren und Rache nehmen? Yep. Yep, genau. Ein ehemaliger hoshidischer Ninja, der Rache für sein niedergemetzeltes Volk will. Really? Bitte. Du scheinst ein vernünftiger Mensch zu sein. Ich heiße Shura.
Hab Erbarmen und lass mich leben. Versprochen. Du bereust es nicht. Ich schwöre, Milady Azura zu dienen, sie zu schützen und zu helfen, wo ich kann. Bushido ist mir vollkommen egal. Ich bereue, eure Prinzessin entführt zu haben. Zuerst bestiehlst du uns und nun willst du unser Verbündeter sein? Ja. Das mit dem Stehen tut mir leid. Seht es als Beweis meines Könnens. Kommt schon, wie wär's? Einer wie ich könnte euch doch ziemlich nützlich sein. Hör nicht auf ihn, einer wie. Er lügt, wenn er den Mund aufmacht. Er könnte ein Hoshita-Spion sein. Vielleicht will er sie vor uns warnen. Wir werden ihn wohl oder übel töten müssen. Er ist eine Gefahr für uns alle. True. Ich stimme zu, lieber Bruder. Seine Gründe sind nicht von Belang. Er wollte uns töten. Wir haben keine Garantie, dass er uns nicht an die widerlichen Hoshiden verrät. Ich hätte keine ruhige Minute in Sorge um dich, wenn dieser Bastard frei herumläuft. Ruhe. Dies ist nicht unsere Entscheidung. Was willst du tun, Anavi? Als unser Anführer liegt es in deiner Hand. Töten wir Shura oder lassen wir ihn gehen? Shura töten, ja oder nein? Und das Plot-Twist. Klären wir das erst in der nächsten Folge. Also dann, bis dahin. Auf Wiedersehen.